So, seid ihr startklar? Supermarkt Samstag bei ProbierTV. Das heutige Bier steht vor mir. Habe ich gerade aus dem Supermarkt mitgebracht. Welcher Supermarkt, welches Bier? Wir reden darüber in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid an einem weiteren Supermarkt-Samstag. Der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere, die aus einem Supermarktregal dieses Erdballs stammen. Und heute bin ich mal wieder gar nicht so weit weggegangen, denn bei mir direkt gegenüber von der Arbeit ist ein Biller, und zwar ein Biller Corso. Das ist so quasi die Edelmarke von Rewe hier in Österreich. Und die haben lustigerweise eine Eigenmarke Bier. Und nachdem ich letzte Woche mal so in dem Discounter-Bereich geschaut habe, schaue ich jetzt mal im Premium-Bereich nach. Und ja, Premium-Bereich trifft es eigentlich auch ganz gut. Denn das Bier heißt auch Märzen Premium und ist das Landgraf Märzen Premium. Und jetzt habe ich mal geschaut, ja, wer ist denn da eigentlich für verantwortlich? Das ist die Egger Brauerei in Unterarlberg. Die braut das speziell für die Biller AG in Wiener Neudorf. Das ist hier bei mir direkt um die Ecke. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich ein Bier wie gemacht für den Supermarkt Samstag. Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert über diese Marke, beziehungsweise über dieses Bier und bin auf eine ganz spannende Geschichte gestoßen. 1988 wurde die Marke das erste Mal verwendet von der Delicatessa. Muss ein Unternehmen gewesen sein, was Supermärkte und Discounter beliefert hat. So viel habe ich zumindest rausgefunden. Wurde aber produziert von Perfect Drinks. Und Perfect Drinks wiederum ist eine, glaube ich, 100%ige Tochter der Otterkringer Brauerei. Also, glaube ich, nicht schwer nachzuvollziehen, wo dieses Bier damals gebraut wurde. Jetzt ist es abgewandert nach Niederösterreich zur Egger Brauerei. Nach Konzernumstrukturierung der Marke Rewe in Österreich wurde 2021 dieses Bier dann von der Rewe-Gruppe zur Biller AG übertragen und ist da jetzt offensichtlich fest verankert. Ja, wir haben es zu tun mit einem Bier und jetzt können wir mal auf die Zutaten schauen. Es ist Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt drin und Wasser. Lustigerweise ist Hefe hier ausnahmsweise nicht erwähnt, aber ich bin mir ziemlich sicher, die wurde auch verwendet. Soll ja für die Gärung nicht weiter unwichtig sein. Und 5,0 Volumenprozent hat dieses Bier auf dem Tacho. Und das ist dann auch alles, was wir erfahren. Dann würde ich sagen, schauen wir es uns einfach mal an und bringen das hier mal ins Glas. Ui. Also wenn das, oh, das hat jetzt beim Einschenken deutlich heller ausgeschaut, als es hier im Glas ausschaut. Haben jetzt gerade schon gedacht, hoppala, das wird was werden. Aber hier im Glas würde ich sagen, ja, wir haben eine immer noch etwas blassere, hellgelbe Farbe. Aber schön glanzfein, obendrauf ein durchaus intensiver, 3 Fingerbreiter mittelporiger Schaum. Der haftet so oh, durchschnittlich am Glas. Ein bisschen Kohlensäure ist dann auch noch zu sehen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Hui. Also, das ist jetzt keine wirkliche Aromenbombe, um es mal zu sagen. Das ist eher das andere Ende. Also, es ist maximal so eine leichte getreidige Note. Ein bisschen kräutrig. Aber, na, ich bin sehr gespannt. Sehr zum Wohl. Cheers. Holla. Oh. Oh, Freunde der Nacht. Heieiei. Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Boah, also das ist so ein, boah, das ist so ein süßlich, malzig, getreidiges, das hat schon fast so ein bisschen was so leicht, oh, Sirupartiges. Das ist jetzt gar nicht mal so dünn, wie es eigentlich ist gar nicht so dünn, wie es schmeckt. Klingt jetzt ganz komisch, aber das ist so wirklich, boah. Also ist da ein bisschen Karamell jetzt auch noch mit dabei. Aber das ist so unharmonisch, dass es schon fast wieder gewollt sein muss.
kaum bittere. Das ist fast das Überraschende. Also die bittere, die drin ist, die wird wahrscheinlich von dieser brutalen, dominanten Süße aufgefressen. Ein bisschen kräutrig vielleicht. Und das hat sowas, dieses pappiger, nasser Karton, also im Englischen spricht man von Cardboard. Das hat es also definitiv auch. Eigentlich ein, boah, also wie man wirklich, ich erwähne ja nicht bei jedem Bier, wenn das wirklich schön in Balance ist, aber das ist so wirklich einfach so, so hingerotzt irgendwie. Also das ist so völlig lieblos und muss ich sagen, da kriegt, glaube ich, jeder Hobbybrauer irgendwas Harmonischeres zustande, selbst wenn er keine Ahnung vom Brauen hat. Also das ist echt, Vom Körper her schlank, Kohlensäure so im mittleren Bereich. Das ist extrem glatt, aber halt auch extrem dünn. Und das ist so richtig hinten im Nachtrunk. Es bleibt dann so irgendwie, es bleiben nur Fragezeichen auf der Zunge zurück. Ja? So nichtssagend, süßlich, malzig, strohig. Und das ist wirklich, also Premium, glaube ich, ist da jetzt echt ganz schwer. Und ich hab's mir jetzt echt, also gerade wo ich gesagt habe, ja, gehst mal zum Biller und bist in der Premium-Marke von Biller. Und das ist wirklich, es war jetzt auch nicht teuer, muss ich auch sagen. Ich glaube, das lag so irgendwie bei 55 Cent oder sowas. Aber ich glaube, selbst für 55 Cent kriegst du, glaube ich, bessere Biere. Malzig, strohig. Was man fairerweise sagen muss, man erkennt, dass es ein Bier sein soll. Und das ist jetzt vielleicht noch so das Maximum, was hier hinten rausspringt, aber puh, also hätte ich heute nicht gedacht. Landgraf Märzen Premium aus dem Hause der Rewe-Gruppe, in dem Fall Billa Corso. Diejenigen von euch, die wissen, was das ist, das heißt schon einiges. Von ProbierTV gibt es ganz so klar einen von 5 möglichen Punkten für das Landgraf Märzen aus dem Hause der Egger Brauerei gebraut für die Billa AG. Dann soll es an der Stelle für heute gewesen sein. Solltet ihr noch Lust haben, ein Abo dazulassen, dann tut das gerne da unten. Dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers. Nee, heute nicht.